Kapitel 6 Ende mit Ach und Krach. Ich habe ihr also gesagt, sie soll stillhalten, während ich die Wunde reinige. Aber glaubst du, sie hätte auf mich gehört? Nein, natürlich nicht. Da war ich nun, alleine mit der Patientin und ich war noch eine Anfängerin. Ich hatte keine Ahnung, wie man näht. Also habe ich mein Bestes gegeben, aber ein paar Minuten später hat sich der Schnitt plötzlich geöffnet und die Eingeweide sind rausgequollen. Das klingt sehr lecker. Mir ist ihre Arbeit als Krankenschwester echt egal, aber wie mache ich ihr das klar? Mama, wie weit fahren wir noch? Mir ist langweilig. Siehst du, dass, siehst du, dass uns jemand folgt? Sieh dich um, sieh hin, hier ist niemand, hier ist überhaupt nichts. Wir sind mitten im Nirgendwo und das ist deprimierend. Ich weiß nicht. Ich habe es satt, im Laderaum zu sein. Ich fliege ständig von einer Seite zur anderen. Wir hatten keine Wahl, es gab vorne nicht genug Platz und ich habe beim Münzwurf gewonnen. Das ist nicht fair, ich bin sicher, ich wurde reingelegt, ich hasse euch beide. Mama, entweder du hältst diesen Laster jetzt an oder ich spring runter. Schon gut, ich schätze, wir können hier eine kleine Pause einlegen. Endlich! Hast du eine Ahnung, wo wir sind? Mal sehen, das Hotel ist hier auf der Karte, die Wüste ist hier. Ich schätze also, wir sind in der Mitte, mehr oder weniger. Du hättest einfach mit Nein antworten können. Was machen wir jetzt? Wir versuchen, den Eingang des Tempels zu finden. Sieh mal, auf der anderen Seite der Karte, die der Barkeeper dir gegeben hat, ist eine genauere Karte der Wüste. Wir müssen nur die Informationen zwischen dieser Karte und dem mysteriösen Zettel aus dem Ei abgleichen. Das sagst du so leicht. Versuchen wir es. So, dann fangen wir mal an mit Kekse suchen, wa? So wie immer. Da hinten ist schon wieder dieser bescheuerte Eisverkäufer. Das sieht aber aus wie eine Vater, ja, ist eine Vater Morgana. Da ist ein Keks, ich sehe ihn schon. Habe ihn selbst gefunden. Dieser Keks ist also nur für mich. So, wo könnte denn hier noch? Hier so bei dem Müll könnte einer sein. Ja, die Menschen sind so eklig, sie lassen gutes Essen auf dem Boden liegen. Wir sind wohl nicht die ersten Touristen, die hierher gekommen sind. Die Leute sind immer so eklig. Sie haben nicht mal das Apfelgehäuse aufgegessen. Hat er das jetzt gefuttert? Ist ja widerlichst. So, oh Gott, hier einen Keks zu finden, den letzten, könnte jetzt noch mal ein bisschen tricky werden. Vielleicht hat sie ja eine unterm Rock. Nö. Das sind die Kisten mit dem Dynamit. Hier ist nirgends was. Vielleicht hat sie einen Haar, auch nicht. Was ist da? Ach so, irgendeine Form. Da ist nix. Da ist auch nix. Da ist er. Wachsen Kekse jetzt auf Kakteen? Oh, ist mir egal. Ich sollte nur vorsichtig sein, dass ich mir nicht wieder wehtue. Na, also, perfekt. So, jetzt haben wir erstmal die drei Kekse hier. Jetzt gucken wir uns ein bisschen um. Ist das ein Gesicht im Sand? Das erinnert mich an das Gesicht des Mannes, das sie auf dem Mars gefunden haben. Wissenschaftler haben gesagt, es wäre eine optische Täuschung. Traue nie einem Wissenschaftler, er würde nicht mal die Nase in seinem Gesicht finden. Jo, das kann man so unterschreiben. Sag mal, Sandra, kommt es mir nur so vor oder machen diese Kisten ein tickendes Geräusch? Nein, du hast recht. Ich habe nachgesehen, da sind Bomben drin. Bomben? Warum der überraschte Blick? Das solltest du doch wissen. Sie waren von Anfang an da drin. Du meinst also, ich und Caroline sind den ganzen Weg vom Versteck zum Hotel mit Bomben an Bord gefahren? Ja, und ich bin stolz auf sie. Wenn sie nicht so gut gefahren wäre, würdet ihr jetzt aussehen wie Schaschlik. Das ist beruhigend. Schaufeln. Wofür sind diese Schaufeln? Zum Graben natürlich. Wir werden sie brauchen, um den Tempel freizulegen. Ist es dein Ernst? Was hast du erwartet, dass der Tempel auf magische Weise vor uns erscheint? Naja, das ist zumindest mit der Statue passiert. Das hier ist was anderes. Wie das? Ein Tempel ist viel größer. Ich bin jetzt schon müde. Warum muss ich mir ein Mädchen suchen, das verrückter ist als ich? Das ist der Laster, den wir uns beim Versteck der Banditen ausgeliehen haben. Ich bin ziemlich überrascht, dass sie nicht versucht haben, ihn zurückzuholen. Ich schätze, das ist der Beweis, dass sie nicht wissen, wo wir sind. Kaktus? Wenn Caroline nur etwas näher an diesem Kaktus stehen würde, man müsste nur mal kurz schubsen. Dieser Kaktus ist ganz seltsam. Er ist gebogen. Ein bisschen wie mein Stift. Ja, mein Stift. Er ist ganz verbogen in meiner Unterhose. Cool. Ein Eisverkäufer.
Genau da, mitten in der Wüste. Und weg. Es war zu schön, um wach zu sein. Ach du meine Güte, ich sehe schon Dinge. Bedeutet das, nichts um mich herum ist real? Mein ganzes Leben ist eine Lüge? Bist du real? Bist du real? auf was kann ich dann vertrauen? Und wem? Vielleicht nicht nur mir selbst. Ah, was für eine Erleichterung. Ich furze, also bin ich. Ein Kaktus? Ich furze, also bin ich. Noch ein Kaktus. Und noch ein Kaktus. Oder vielleicht derselbe. Ich bin mir nicht sicher. Jemand in einer Kaktusverkleidung. Zumindest hoffe ich, dass es nicht bloß noch ein langweiliger Kaktus ist. Vielleicht gibt es ja eine Trophäe, wenn ich alle Kakteen einmal angucke. Ein Kaktus. Zwei Kaktusse. Vier Kaktussen. Sag mir nicht, dass du Kakteen zählst. Verflixt. Ich habe mich verzählt. Nun, dann fange ich von vorne an. Ist da ein Kaktus hinter diesem Kaktus? Ich sollte aufhören, mich auf Kakteen zu konzentrieren. Ich fange schon an zu halluzinieren. Ein Kaktus. Noch ein Kaktus? Und noch ein Kaktus. Oder vielleicht dasselbe? Ich bin mir nicht sicher. Jemand in einer Kaktusverkleidung. Zumindest hoffe ich. Achso, das hatten wir schon. Noch ein Kaktus? Ein Kaktus, zwei Kaktusse, vier Kaktussen. Kaktussen, ja, von wegen. Das hatten wir auch gerade schon. Jetzt müssten wir eigentlich... Nee, gibt wahrscheinlich keine Trophäe für die Kakteen. Den hatten wir schon. Ja, dann gibt es da halt keine Trophäe für. Gut, quatschen wir mal mit Caroline. Hey, Gartenzwerg. Hey, Opa. Oh... Sieh mal, das ist so süß. Was? Dieses Glühwürmchen? Es wird von einem Skorpion gefressen. Ein Skorpion? Komm da weg, schnell. Warum? Weißt du denn nicht, dass Skorpione gefährlich sind? Du machst Scherze, oder? Sie sind meine Freunde, ich liebe sie. Oh, sieh mal, er klettert auf meine Hand. Sandra, tu etwas. Björn, ich bin mit diesen Kakteen beschäftigt. Lass sie... Scheiß Kakteen, jetzt haben die mich auch schon erwischt. Björn, ich bin mit diesen Karten beschäftigt. Lass sie spielen. Oh, was kümmert es mich? Spielst du immer noch mit gefährlichen Tieren? Nicht wirklich, ich mal nur im Sand. Oh, was ist das? Ein Haus? Deine Mama? Und dein Papa? Nein, es ist ein Irrenhaus. Siehst du die Betten hier, wo die Handgelenke und Füße dran gefesselt sind? Ja, das ist eher dein Stil. Keine Sorge, eines Tages wirst du auch in einem Irrenhaus sein. Kein Problem, solange du nicht im selben bist. Mama, ich muss... Mama, ich muss kacken. Das ist toll, Schatz. Mama, hörst du mir zu? Nee, sie ignoriert dich. Wir sind mitten im Nirgendwo, warum verrichtest du dein Geschäft nicht einfach hier? Vor dir, im Sand? Nun, ich werde mich umdrehen und meine Augen zumachen. In Ordnung. Siehst du? Ich bin noch nicht so übel, oder? Bist du fertig? Hey, ich mach das nicht für immer. Lass mich wissen, wenn... Was ist das in meinem Nacken? Hier ist ein Geschenk für dich. Oh. Ja. Ein Skorpion auf mir. Hör auf zu schreien, das ist mein Freund, du machst ihm Angst. Mach ihn weg. Ah, er hat mich gebissen. Shh, Björn, hör auf zu jammern. Ich versuche mich zu konzentrieren. Es tut weh. Bist du okay? Du bist plötzlich ganz grün. Natürlich bin ich nicht okay. Ich werde gerade von deinem Freund gebissen. Oh, du hast recht. Ich kann den Einstich sehen. Sandra, hilf mir, ich werde von einem Skorpion gebissen. Keine Sorge, du hast noch etwa 12 Stunden zu leben. Höchstens. Was? Aber es muss was geben, was du tun kannst. Nicht wirklich, bitte störe mich nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee. Oh Gott. Ruhig bleiben und sich umbringen. Ich habe keine andere Wahl. Ich nehme mir eine Schaufel und fange an zu graben. Was tust du? Ich will nicht, dass sie mich leiden und verrückt werden sieht. Also beende ich es hier und jetzt. Cool. Aber ich habe eine bessere Idee. Nimm eine Bombe aus der Kiste. Eine Bombe? Ah ja, danke Caroline. Wenigstens bist du hilfreich. Kein Problem. Kannst du aber ein bisschen weiter weg von uns explodieren? Klar, tschüss. Mama, Björn wird sich in kleine Stücke sprengen. Toll, Schatz. Also, wo war ich? Wir sind hier. Wir sind hier. Was? Wenn wir hier sind und die Entfernung von dem Berg etwa. Okay. Ja. Hier liegt Björn Tonen, der sich entschied, in 1000 Teile zu explodieren. Explodieren tut gar nicht so sehr weh. Okay, haben wir das auch schon mal erledigt.
Ich bin neugierig. Was macht dieser kleine Satansbrasen? Ich werde so tun, als hätte ich das nicht gehört. Mama, ich muss kacken. Das ist toll, das hatten wir alle schon. Hörst du mir zu? Seltsam, ich habe keine Art Déjà-vu. Ach so. Hey, kannst du kurz die Augen zumachen? Nein. Aber du musst... Ich weigere mich, das vor deinen Augen zu machen. Dann geh weg, soweit du kannst, und geh kacken. Ich werde auf keinen Fall wegen dir nochmal sterben. Hm. Du bist so ein schräger Vogel und echt gemein. Und? Und was? Wolltest du nicht kacken gehen? Ich schnorke, ich halte einfach noch ein bisschen länger ein. Schlechte Idee, ich spreche aus Erfahrung. Okay, mehr kann ich mit ihr nicht bequatschen. Geh und vergrab dich im Sand. Verschwinde. So, müssen wir mal kurz mit Sandra quatschen. Kann ich helfen? Ja, natürlich. Okay. Also, was werden wir tun, wenn wir reich sind? Wir? Ja, du und ich. Naja, ich denke, wir sollten den Schatz durch drei teilen. Drei? Ja, ein Teil für mich, ein für Caroline und ein für dich. Aber Caroline sollte nicht zählen, sie ist bloß ein Kind. Sie ist meine Tochter, sie wird das Geld später brauchen. Privatschulen sind so teuer. Privatschulen? Ah ja, sie meint wohl für spezielle Einrichtungen für zurückgebliebene Kinder. Außerdem hat sie es verdient, immerhin hat sie dich gerettet. Stimmt, naja, den einen halben Anteil für sie. Einen ganzen Anteil und damit ist die Diskussion beendet. Du hast mir gerade noch einen Grund gegeben, sie mir vom Hals zu schaffen. Weißt du, es gibt viele Dinge, die ich nicht über dich weiß. Zum Beispiel, wie geht es deinen Eltern, wo hast du gelebt, was ist deine Körbchengröße? Du könntest mir ein wenig helfen. Bist du an dem Schatz im Tempel interessiert oder nur an meiner Oberweite? Zu schade. Sie muss wohl gemerkt haben, dass das die einzige Frage war, die mich interessiert. Es wird so heiß bei diesem... ist ja sie. Es wird so heiß bei diesem... Es wird so heiß. Bei diesem Wetter würde ich gern ein gutes Kokosnusseis schlecken. Ich kann es mir vorstellen. Lecker. Björn, was ist das für ein Blick? Naja, ich hätte gern auch eins. So. Du hast gesagt, es ist noch eine Karte auf der anderen Seite. Ja, sieh sie dir an. So, okay. Man muss sich wahrscheinlich auch so ein bisschen an den Kakteen orientieren. Okay, drei Felder sind 3 Meter, also ist ein Feld ungefähr 1 Meter. Mhm. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Kann ich das Pergament nochmal sehen? Klar. So. Hast du etwas herausgefunden? Das Kreuz muss die Position des Tempels markieren. Glaubst du nicht auch? Ich schätze schon. Noch etwas? Du hast mich gerade erst gefragt. Gib mir etwas Zeit zum Nachdenken. So, ich fange jetzt einfach mal an zu buddeln. Ich weiß, wo der Tempel ist. Wirklich? Wo? Kannst du es mir auf der Karte zeigen? Ach, die Scheiße. Ach, warte mal. Nee, nochmal kurz zurück. Schon gut, ich bin noch nicht ganz sicher. So, ich muss das Pergament einmal nehmen. Okay, ich habe keinen Plan. Das X markiert den Schatz. Die Karte... Norden. Das Osten. Osten. Warte mal, wenn da Osten ist, dann ist da Norden. Da ist Norden, genau. Warte mal, 10 N's runter. 1 Meter ist gleich 5 N. Warte mal. Okay. Ich
glaube hier, wa? Hier graben? Ja. Bist du dir da sicher? Ja, er ist definitiv hier. Kein Fehler. In Ordnung, ich vertraue dir. Lass uns da hingehen. Und so fingen sie an zu graben. Eine lange Zeit lang. Eine sehr lange Zeit lang. Na toll. Hier liegt Björn Tonen, der willkürlich mitten in der Wüste gegraben hat und verdurstet ist. Wenigstens habe ich mir mein eigenes Grab geschaufelt. Okay, dann bin ich also doch noch nicht so ganz richtig.